Bei mir steht Peter Bartschüber von Pioneer Investments, Herr Bartschüber. Schönen guten Tag. Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter Pioneer Investments. Was war denn der Grund für dieses erfolgreiche Jahr 2013? Ja, in der Tat, Herr Dahmen, Sie haben recht, wir steuern auf ein Rekordjahr zu. Die Anleger haben uns so viel Nettomittelaufkommen beschert wie selten zuvor. Ja, wenn ich so auf die Produktpalette schaue, in der Breite der Produktpalette angefangen von Rentenprodukten bis hin zu Multi-Asset-Produkten bis hin zu Aktienprodukten haben wir überall sehr, sehr gute Zuflüsse verzeichnen können. Also auch im Aktienbereich, obwohl ja viele Anleger immer noch nicht ganz so richtig zuversichtlich sind derzeit. Ja, das ist eine spannende Situation. Ich glaube, jeder weiß inzwischen, dass wir in einem Niedrigzinsumfeld sind, dass man ja Rendite und Risiko als die zwei Seiten der gleichen Medaille betrachten muss. Das heißt, will man mehr Rendite haben, muss man etwas aus der sicheren Seite herauskommen, muss etwas mehr Risiko nehmen. Und das treibt die Anleger zunehmend auch zu den Aktien, was ich sehr, sehr begrüße, weil ich glaube, man kann nur wirklich auf Rendite setzen, wenn man in Substanz in Aktien investiert. Glauben Sie, dass sich was in den Köpfen der Anleger ändern wird im Jahr 2014, weil wir haben neue Rekordstände? Wird es mehr in Aktien treiben oder wird es eher das Gegenteil bewirken? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass wir uns dauerhaft auf dieses Niedrigzinsumfeld einstellen müssen. Das ist jetzt nicht etwas, was im Frühjahr 2014 vorbei sein wird, sondern ich rechne damit, dass noch ein, zwei Jahre wirklich so ein Umfeld da ist. Und die Leute merken natürlich, dass die Börsen gehen, nicht nur in Deutschland, sondern man merkt auch Erholungsbewegungen in anderen europäischen Staaten. USA hat jetzt schon mit guten Zahlen überzeugt. Die Börse ist auch dort gegangen. In Asien sieht man hoffnungsvolle Zeichen. Ich glaube, die Anleger spüren, dass sie jetzt auch wieder auf Aktien setzen können. Und wir haben natürlich auch fürs Jahr 2014 das fest im Programm und wollen die entsprechenden Produkte anbieten. Neben den Aktienprodukten, welche weiteren Produkte werden besonders gefragt sein 2014 bei Ihnen? Ja, ich möchte den Bereich Aktienprodukte eigentlich erweitern. Ich glaube, es geht in der momentanen Situation darum, mit dem Aktienmarkt smart umzugehen, smart in diese Anlageklasse zu investieren. Wir haben ja das in einer Kampagne auch dargestellt. Wir nennen das Ertrag in Sicht. Der Kunde hat jetzt Möglichkeit, Ertrag zu machen. Wir haben zum Beispiel einen Dividendenfonds am Jahresende 2011 aufgelegt, der sehr, sehr guten Zuspruch findet bei den Anlegern. Aber man muss heute auch einen Zusatznutzen bieten. Es geht nicht nur darum, einfach eine Dividendenstrategie abzubilden. Und deswegen nennen wir das bei uns auch Dividendenfonds mit Extraertrag. Wie sieht das dann aus, dieses zusätzliche Plus, was Sie da bieten? Wissen Sie, ich glaube, man muss heute alle Renditemöglichkeiten nutzen, die auch am Aktienmarkt vorhanden sind. Bei unserem Dividendenfonds mit Extraertrag setzen wir nicht nur auf die Dividendenstrategie, das heißt, wir vereinnahmen von guten europäischen Unternehmen die Dividenden, sondern wir haben auch die Kurssteigerung noch dazu als zweite Säule. Und als dritte Besonderheit dieses Produkts veroptionieren wir zum Teil zumindest die Aktien, die wir im Bestand haben. Wir verkaufen sie auf Termin und können dadurch Zusatzprämien vereinnahmen. Und das besonders Schicke ist, deutsche Kunden stehen insbesondere auf Ausschüttungen. Wir haben zwei Ausschüttungen im Jahr. Letztes Jahr haben wir 7% ausgeschüttet. Das peilen wir auch in diesem Jahr wieder an und es schaut sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall mehr als auf dem Sparbuch und auf dem Festgeld, wo immer das meiste Geld liegt heutzutage. Oh ja. Da sind wir schon wieder beim Thema aufs Jahr 2014 nochmal vorausblicken von den Anlegern. Viele waren bei der Aktienrallye ja gar nicht dabei, waren außen vor, haben jetzt die Rallye von der Seitenlinie aus betrachtet. Erwarten denn noch sehr viele Nettozuflüsse im nächsten Jahr auch nochmal? Auf alle Fälle. Ich glaube, dass die institutionellen Anleger etwas mutiger wahrnehmen im abgelaufenen Jahr oder jetzt ablaufenden Jahr. Da sehen wir schon sehr, sehr viele Flows auch in den Aktienmarkt. Wie Sie richtig sagen, der Privatanleger steht noch an der Seitenlinie, wird aber jetzt natürlich angeregt durch die Ergebnisse, durch die Nachrichten in den Zeitungen, übers Internet, im Fernsehen. Und ich glaube, dass sich jetzt einige entscheiden werden, auch in die Aktienmärkte zu investieren. Und ich halte zum Beispiel den europäischen Aktienmarkt für äußerst zukunftsreich. Besten Dank, Peter Bartschüber von Pioneer.